Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute backen wir das Gigaset GS290 Allrounder Smartphone aus. Und ja, los geht's nach dem Intro. Ja gut, dann fangen wir mal ganz kurz an. Ich habe das Gigaset zur Verfügung gestellt bekommen von Gigaset. Das ist ein Pressegerät, also muss ich es wieder zurückschicken. Das heißt, es ist keine bezahlte Werbung. Ich werde das Ganze objektiv mir anschauen. Ja gut, dann packen wir das ganze Ding mal aus, schauen uns ganz kurz mal die Verpackung an. Also das ist alles in Orange und Grau gehalten. Die Verpackung ist recycelbar, wie ich gelesen habe. Und wir schauen uns auf der Rückseite jetzt ganz kurz mal an, was das Smartphone alles so kann. Gut, also 6,3 FHD Plus V-Notch Display hat das Gerät, dann ein Octa-Core Prozessor 4G LTE, dann 16 Megapixel plus 2 Megapixel Dual Rear Kamera, eine 16 Megapixel Frontkamera, 4700 mAh Akku, dann ein Dual SIM mit MicroSD und Kartenslot, dann Face ID und Fingerprint mit Multifunctions und eben auch Wireless Charging mit 15 Watt. Gut, das war's dann auch schon. Wie gesagt, hier eben, this packing contains up to 30% grass fiber and 70% waste paper and is 100% recyclable. Gut, dann machen wir das ganze Ding mal auf. Müsste eigentlich gar nicht so schwierig sein, das Ding jetzt hier rauszubekommen aus dieser Verpackung. Ist alles relativ intuitiv. Gut, dann machen wir das mal auf. Da kommt da schon auch schon das Smartphone raus. Wir legen das Ding jetzt mal ganz kurz auf die Seite. Und sehen dann auch schon hier nochmal der Hinweis. Made by Nature Protecting Resources and so on. Das ist alles eh klar. Das haben wir eh schon durchgemacht. Gut, und dann sehen wir hier ein schönes G. Das G ist eben diese, um die SIM-Karte einzulegen, also eigentlich so ein SIM-Karten-Pin. Gut, dann machen wir das auf und hier kommt uns schon etwas Schönes entgegen. Und zwar, das ist eine Hülle, die dabei ist. Die legen wir auch mal ganz kurz auf die Seite. Dann haben wir natürlich in dieser Hülle drin, ist Paperwork, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist einfach die ganze Betriebsanleitung, etc. Das legen wir auch mal auf die Seite. Und dann kommt uns schon entgegen das Fast Charge. Also ein Fast Charge haben wir hier. Ein Fast Charge mit USB-C. Gar nicht so schlecht. Eigentlich relativ Standard, in Schwarz gehalten. Legen wir auf die Seite. Und dann haben wir hier das USB-C-Kabel. Das werde ich später auspacken. Das gibt es dann auch nochmal im Review. Zu sehen, wie und wie gut das Ding ist. Das sehen wir dann alles mal später. Gut, dann lege ich das auch auf die Seite. Dann haben wir eigentlich schon mal die Verpackung durch. Dann lege ich das auch auf die Seite und wir widmen uns jetzt dem Smartphone. Gut, hier ist es, das Gigaset GS290. Ja, schaut relativ gut aus, muss ich sagen. Hier ist es aber, das ist ja alles Plastik. Komischerweise, ja, nee, eigentlich gefällt mir jetzt dann vom Aussehen her gar nicht so schlecht, muss man dazu sagen. Wie man sieht, ist hier auch noch eine Folie drauf, die werden wir gleich abziehen. Wie auf der Folie zu sehen ist, unten ist ein Speaker, unten ist der Speaker, dann der USB-C, Typ-C Anschluss, dann der Mikrofon, ein Mikrofon und der Audio-Jack, also das normale zum normalen Einstieg vom Kopfhörer. Dann haben wir links On-Off, hier Volume Plus und Minus und auf der linken Seite ist dann auch der SIM-Karten-Slot. Oben haben wir dann noch die Frontkamera und den Receiver und ja, das ist auch eigentlich schon das Ganze. Hinten haben wir den Fingerprint-Sensor und die zwei Kameras und wir ziehen jetzt mal ganz vorsichtig die Folie ab. Ist schon herrlich. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, das Ding ist auch überhaupt nicht schwer. Fühlt sich extrem gut an. Ist halt schon Plastik. Und sehr, also es fühlt sich sehr plastisch an, wenn man das so sagen kann. Und ja, nee, fühlt sich gut an. Dann schalten wir das mal ein.
Mir gefällt das Gerät relativ gut, muss ich ehrlich sagen. Außer, dass es hinten relativ plastikmäßig gestaltet worden ist. Deswegen ist die Haptik schon nicht so schlecht. Aber es ist halt was anderes wie bei anderen Smartphones, die man so kennt. Wir werden uns das ganze Ding noch in einem Test anschauen. Ich würde sagen, das war's auch dann. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.